Jetzt auf einen Schwergewichtsfight zwischen The Problem und Mr. Untouchable. UTC General ist der Leader Number One. Mr. Untouchable ist jetzt auf dem Weg ins Octagon und wirkt hoch motiviert. Was ihn so gefährlich macht, sind seine brachialen Kicks. Sensationell, wie viel Power er in diese Kicks legen kann und wie sehr er Kämpfe damit an sich reißen kann. UTC Soldier, we flipping bricks, so you know what's in the Rover. Banana clips, niggas tripping cause he owe you. You dig a ditch, that's what happened when I roll up, somebody getting hit. It ain't shit but a stick up, don't make the MLS pick up. You and homie, you get hit up, leave him right next to his liquor. Take that shit to another block, UTC protect the spot. We catch him on the A. The Problem kommt da jetzt aus dem Tunnel und will den Fans heute ein wahres Feuerwerk bieten. Wo man sich auch umhört in der UFC, alle sind sie von den brasilianischen Jiu-Jitsu-Fähigkeiten dieses Fighters begeistert. Ich durfte ihm schon mal im Gym zuschauen und es ist wirklich atemberaubend. Da hat es kein Gegner dagegen. Werfen wir einen Blick auf die Daten der beiden Kämpfer in diesem Schwergewichtsfight. Wenn wir uns das Alter beider Kämpfer anschauen, müssen wir festhalten, doch schon ein ziemlicher Unterschied. Bei der Größe gibt es enorme Unterschiede, aber dennoch identische Reichweite. Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this fight is three rounds in the UFC Heavyweight Division. Introducing first, fighting out of the blue corner. A mixed martial artist holding a professional record of 9 wins, 2 losses. He stands 6 feet tall, weighing in at 254 pounds. Fighting out of Lisbon, Portugal, Mr. Untouchable. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, a jiu-jitsu fighter holding a professional record of 5 wins, 3 losses. He stands 6 feet 6 inches tall, weighing in at 240 pounds. Fighting out of Vila Velha Espirito Santo, Brazil, The Problem! And when the action begins, our referee in charge, Yves Loving. Und das hier ist Yves Levine, unser Referee für diesen Kampf. Hier in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada. Zuletzt durfte er gleich 3 K.O.-Siege in Folge bejubeln. Und so soll es aus seiner Sicht natürlich heute weitergehen. Das war schon wirklich beeindruckend, was er in den letzten Fights gezeigt hat. Schöner Treffer mit diesem Kick. Ja, gutes Timing hier. Oh, starker Inside-Leg-Kick. Schöner Treffer von Mr. Untouchable. Oh, oh, er scheint benommen zu sein. Was für Punches! Er trifft ihn! Oh, was für ein Uppercut! Starker Punch! Er arbeitet zum Kopf. Schöne Kombination. Ja, da war der Jab wieder. Hervorragender Leckkick. Da, oh, schöner Block. Sauberer Inside-Leg-Kick von The Problem. Unglaublich, was die beiden alles auspacken. Da ist der Block gegen den Punch. Oh, der Treffer zeigt Wirkung.
gute Angriffe. Ja, er trifft ihn. Er wehrt diese Angriffe zum Kopf hier toll ab. Oh, schön abgeblockt. Treffer, da kommt der Punch. Oh, ein Inside-Leg-Kick. Toller Treffer mit dem starker Angriff vom Kopf. Er ist benommen. Er steht wieder. Guter Punch. Ja, der hat es abgeschlagen. Und das ist der Niederschlag. Da ist der Kopf aus. Das war wirklich eine gewaltige Linke, mit der er diesen Kampf für sich entschieden hat. Da wollte er den K.O. und er hat ihn sich geholt. So, hier kommt die Wiederholung. Hier der Knockdown in einer anderen Einstellung. Amazing grace, how sweet the sound. Das ist der Sieger dieses heutigen Kampfes. Vierte hier also mit einem schönen K.O. Bruce Buffer hat jetzt das offizielle Ergebnis vor uns.